Ach du lieber Gott. Ich versuche kurz diese Plakette zu lesen, dann sage ich was dazu. Sie lesen die Inschrift: Stärke bedeutet Kontrolle über seine eigene Welt. Ja. Ach du lieber Herrgott. Okay, ich speichere einmal, dann laufe ich erstmal direkt lachend in die Kreissäge. Für den Death Queen. Die scharfen Klingen dringen mühelos in ihren Oberkörper ein. Sie spüren schon nichts mehr, als sie zu Boden sinken. Im Pfeife richten die Klingen weiter ihre Arbeit. Kate übermannt sie, als sie in einer Lache ihres eigenen Blutes liegen bleiben. Das Ganze hier ist nämlich invertiert. Also komplett die Steuerung. Gucken, links, rechts drehen, alles ist invertiert. Das haben viele auch einfach so gemacht, aber da gibt es ein Mittel gegen. Denn wer sich an den Ringen am Anfang ertestet hat, der hat rausgefunden, der Grüne stirbt. Natürlich bei den Grünen stirbt man. Der Blaue kehrt ja die Kontrollen in der normalen Welt um. Das heißt, wenn wir hier den Blauen anziehen, sobald der blaue Ring an ihrem Finger ist, beginnt ihre Haut unträglich zu jucken. Ja, das nehmen wir in Kauf, denn da, siehe an, wir können wieder normal steuern. Was das Ganze jetzt deutlich angenehmer macht. Es würde halt auch so gehen, aber wie gesagt, deutlich anstrengender. Und da bin ich wahrscheinlich wieder offline. Das stört die Aufnahme aber nicht so viel. Da ist so viel Spannendes passiert. Mache ich einfach weiter. Ist schon heikel hier, ey. So, da ist der Spuk aber auch schon vorbei, Gott sei Dank. Wichtig, genau. Sobald man hier raus ist, dann wieder den Ring absetzen. Die Inschrift lautet: Das Licht muss am Ende brennen, wie es am Anfang brennt. Okay. Brett? Oh, wo brennt denn hier Licht am Anfang? Licht? Der Kron leuchtet das aus. Verdammter Dreck. Verdönen da jetzt. Das habe ich vorhin gerade aus Versehen nur gespeichert. Also regulär gespeichert, ingame. Und nicht float.
Ja. Das ist ja schön mit dem Licht, aber wie soll ich das denn anzünden? Das Licht muss am Ende brennen, wie es am Anfang brennt. Ich bin sehr enttäuscht, dass nichts passiert. Hier brennt auch nirgendwo ein Licht. Eigentlich wollte ich jetzt gleich Schluss machen. Jetzt haben wir vorhin eine kleine Pause, das heißt, die kommt noch oben drauf. Mir brennt doch nichts. Nichts brennt hier. Was über sich. Oder bin ich einfach gegen die Statue gelaufen? Oh. Oh. Okay. Sie können die Schildschrift kaum lesen. Man darf sich nicht auf Zauberei verlassen. Auch nicht auf die Kraft der Waffen, sondern auf die Weisheit der Ritter. Moment. Wir hören ein seltsames Flüstern. Hüte dich vor dem dunklen Irrgarten. Okay, jetzt haben wir hier ein Licht. Das ist okay. Wollen Sie die Kerzen nehmen? Ja. Oh, sie atmen tief durch und nehmen die brennende Kerze. Ach, du Heiligen. Ja, die brennt mich jetzt ab, nach und nach.
Wir müssen irgendwie hier durchkommen. Bevor die abgefackelt ist. Oh, wie, oh, wei. Huch. Und keine Statue berührt. Jetzt habe ich umzugucken, wo ist das? Ja, das Schaden von Stein auf Stein, Steine muss einfach aktiviert haben. Ach, jetzt gibt es auch noch hier so verschiedene Wände, ne? Ach du Leben. Zu. Hier, super Schlüssel. Okay. Nee, mit. Oh, da schmilzt schon die Kerze. Ah, Hilfe. Was sehen wir denn da durch? Den habe ich schon umgelegt. Hat sich jetzt unten was verändert? Hat sich unten auch was verändert? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie die Gegebenheiten von diesem Labyrinth war. Vielleicht sparen wir es doch auch fürs nächste Mal auf. Besser mit der laufenden Nase. Ach, da geht's durch. Guck mal. Oh ne. Was war das denn jetzt? Oh, richtig miese Verarschtür. Richtig miese Verarschtür. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. So, ich probiere es noch einmal. Aber das war's für diese Woche. Haben wir schönen Cliffhanger für nächste Woche. Entschuldigung. Na, warte mal, da ist die Tür. Hier ist keine Tür. So. Das ist die Arschtür. Okay. Das ist eine böse Statue. Das nächste. Das muss oben weitergehen. Hier ist eine komische Wand. Diese Wand, diese Texturen sind ein Traum, ne? Ja. Zack. Scharf, scharf, scharf. Wand ist weg. Wand ist weg, Tür ist zu.
Ach, okay, geht's ums Eck? Ach Gott, geht's ums Eck? Aber das ist hier zu. Hä? Ah, ich glaube, es hat wirklich keinen Sinn. Sorry. Oh, meine Fresse. Ah, ist halt eine Treppe. Ich würde gerne nochmal umlegen, diese Schalter. Deswegen hatte ich ja gedacht, dass irgendwo anders jetzt nochmal ein Schalter aufgetaucht ist, dass jemand vielleicht auch wieder drücken könnte, damit dann. Dass es irgendwie raumübergreifend eigentlich Einfluss haben kann, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber. Diese Tür ist nicht gut gewollt, das wissen wir inzwischen auch. Hier könnte es mal was sein, finde ich. Oder muss man sich dann vielleicht sogar mit der Statue teleportieren? Nö. Nee, gut, meine lieben Freunde. Dann lassen wir es hierbei, anheben uns dafür das Ganze auf, wenn ich wieder klar denken kann. Ich bedanke mich auch bei dieser etwas anderen Aufnahme. Wir sind ja noch wieder ein Stück weitergekommen. Wir hatten zwar einen kleinen Hänger, zwischenzeitlich haben aber auch wieder viel geschafft. Haben noch mehr rote Heringe gesammelt für unser Inventar anscheinend. Und sind jetzt im dritten Turm. Ja, ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Spaß, auch wenn es heute gesundheitlich halt ein bisschen schwierig war. Ich möchte mich bei euch allen bedanken fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen und fürs Liken, Abonnieren und Subscriben und sowieso und alles. Auch nochmal Euphonic fürs Live dabei gewesen sein und. Dann bleibt nur zu sagen, ich hoffe, nächste Woche wird es wieder besser und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, war euer Captain und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Sag, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.